und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Tag aus, Tag ein. Ich bin die Kerstin und auf meinem Kanal dreht sich um alles, was mich so Tag aus, Tag ein gibt und beschäftigt. Ich sehe heute ein bisschen kacke aus, liegt nämlich daran, dass ich Schnupfen habe und ja, egal was ich mache, ich wäre heute nicht schöner. Deshalb hüpfe ich jetzt gleich hinter die Kamera. Heute soll es nämlich um den Inhalt unserer Badezimmerschränke gehen. Ich habe vor einer Weile eine Roomtour hochgeladen und habe unter anderem auch unser Bad gezeigt. Und da kamen so ein paar Fragen, ich soll doch mal zeigen, wie wir so unsere Badezimmerschränke organisiert haben und was wir so drin haben. Und genau das möchte ich heute mal machen und deshalb hüpfe ich jetzt gleich hinter die Kamera und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Oh Gott, Leute, ich muss furchtbar näseln, das tut mir leid, aber der Schnupfen. Also, kommen wir zum Badezimmer. Wir haben zwei große Schränke in unserem Badezimmer, einen gleich rechts neben der Eingangstür und einen Waschbeckenunterschrank, einen ziemlich breiten. Dort haben wir alles untergebracht, was wir brauchen und lass uns mal einen Blick reinwerfen. Psychology. Im Hochschrank gleich neben der Tür habe ich alle unsere Handtücher, Duschtücher und Gästehandtücher untergebracht. Wir haben jeweils ein Set immer in Benutzung von den Duschhandtüchern oder von den Duschtüchern und zwei sind zum Wechseln und ja, die habe ich alle in einem Schrank da drin. Dann habe ich noch eine Badematte, so eine Duschmatte, wenn die andere mal gewaschen wird, dass ich da auch eine zum Wechseln habe. Zwei von meinen Haarhandtüchern sind da drin, das sind so alte, verratzte, die nehme ich aber besonders gerne. Und da oben in der Kiste sind meine Lockenstäbe drin. But I'm so tired. Jetzt fällt mir doch zum allerersten Mal auf, warum sich mein Mann immer lustig macht, wenn ich meine Lockenstabsammlung auspacke. Sieht etwas eigentümlich aus auf den ersten Blick. Ich gerade einen Lachflash, muss mich erstmal wieder beruhigen. Also in dem oberen Schrank habe ich drei Bastkörbe stehen. Da sind in dem großen meine ganzen Haarseifen und meine Seifen drin. In dem kleinen Körbchen habe ich unsere Q-Tips und Wattestäbchen. Der dritte Korb ist leer, der steht nur zur Zierde da drin. Im Fach darunter habe ich dann eine Flasche Apfelessig stehen. Die brauche ich für meine saure Rinse. Ich wasche meine Haare mit festem Shampoo und dann mache ich das immer als abschließende Spülung rein. Dann stehen auf der rechten Seite ein paar Badezusätze und mein Deo. Und auf der anderen Seite steht das Rasierschaum oder der Rasierschaum meines Mannes. Noch ein Spray für die Haare, ein Trockenshampoo und ein Haaröl. Und eine Etage tiefer habe ich meine ganze dekorative Kosmetik. Ne? Mutti muss ich ja hübsch machen. Ich habe da meine ganzen Pinsel, Augenbrauenstifte und Wimperntusche und Wimpernzange und alles, was man so braucht, ist in den zwei Kästchen. Das kleine rosane Täschchen, das ist schon Asbach uralt. Das nehme ich auch immer, wenn wir mal verreisen, mit dem Wohnmobil unterwegs sind, packe ich dort alles rein. Passt wunderbar. Ja, und die Etage tiefer. Da ist dann mein Lumi, meine Gesichtsreinigungsbürste drin und die Ladegeräte für unsere elektrischen Zahnbürsten. Dann in der Kiste sind meine ganzen ätherischen Öle. Und auf der anderen Seite in der Kiste habe ich dann noch ein paar Nahrungsergänzungsmittel und das Melatonin für meinen Sohn, ohne dass er nämlich nicht einschlafen kann. Ich habe vor einer ganzen Weile angefangen, mich mit dem Thema Zero Waste und Nachhaltigkeit zu befassen und habe da mittlerweile auch schon viele Sachen umgestellt. Wo ich noch nicht ganz so weitergekommen bin, ist bei der dekorativen Kosmetik. Da habe ich einfach noch zu viel, weil die bei mir immer ewig hält und ich finde es einfach zu schade und auch nicht gerade nachhaltig, das Zeug jetzt wegzuschmeißen, sondern ich habe das für mich jetzt so gehandhabt, dass ich gesagt habe, ich verbrauche das jetzt komplett und brauche das auf. Entweder ich kaufe dann Sachen, die ich nicht mehr benutze, gar nicht mehr nach und wenn ich Teile kaufe, dann nachhaltige Alternativen wie zum Beispiel das Rouge, das ist dann in so einem Holzdöschen drin, wo man quasi das Innere nur austauschen kann und die äußere Hülle einfach weiter verwendet. Und ja, vielleicht hebt ja mein ganzes Zeug ewig und ich bin dann irgendwann alt und verschrumpelt und muss mir gar nichts Neues mehr nachkaufen. Das wäre ja auch nicht schlecht.
So, dann machen wir weiter mit dem Schubfach hier. Da ist unser Föhn drin und mein Glätteisen und dazu noch eine Haarbürste. Außerdem liegt hier noch eine Schlafbrille. Die habe ich mal gebraucht für ein Foto, für eine Kooperation, für einen Kunden. Und seitdem liegt die hier und niemand will sie haben. Deshalb, ja, ihr seht, es gibt noch etliches auszumisten und ich finde immer wieder was, was noch nicht gebraucht wird, was ausgemistet werden kann, aber alles zu seiner Zeit. Der untere Schrank hier ist so eine Art Vorratsschrank. Da habe ich zum Beispiel meine ganzen flüssigen Seifen unten stehen. Ich kaufe die nämlich immer im Unverpacktladen. Habe ich zwei so Glasflaschen, die ich mir dort immer auffüllen lasse. Ja, die stehen da unten. Dann ein Toilettenreiniger, Tempoboxen, wenn die Jungs mal Schnupfen haben. Die wollen keine Stofftaschentücher. Ich nehme ja Stofftaschentücher, aber die bevorzugen dann Tempoboxen. Dann habe ich noch zwei Seifenspender da hinten stehen. Die sind noch aus dem alten Haus. Die habe ich jetzt nicht mehr gebraucht, war mir aber zu schade, die wegzugeben. Und dann habe ich hier noch eine Kiste mit diversen Utensilien, die wir immer mal wieder brauchen. Ersatzzahnbürsten und Aleppo-Seife und Q-Tips und Sonnencreme und Duschbad für die Männer, ein paar Läusehauben von unserer letzten Läuseaktion und so Seifenbeutelchen, das ist alles in dieser Kiste da unten drinne. Ja, und da an dieser Stelle habe ich noch, ist mein Pinselreinigungsset für meine Kosmetikpinsel. Da habe ich so ein Set, wo man das alles sauber machen kann mit, ja, und das war es schon in diesem unteren Fach. In einem der Schränke unter unserem Waschbecken ist unser Toilettenpapier untergebracht. Wir nutzen dieses Bambus-Toilettenpapier von Smooth Panda. Ja, ich habe da letztens in einen Jahresvorrat investiert. Mein Mann hat gesagt, ich bin verrückt. Aber ich wollte einfach nicht mehr diese einzelnen Plastiktüten und Plastikbeuteln, mit denen man immer so ein 6er oder 12er Pack Toilettenpapier kauft. Darum habe ich das bei Smooth Panda bestellt. Da kriegt man so einen riesigen Karton und da ist das ganze Toilettenpapier drin, ohne Plastikmüll. Und das fand ich besser. Und ja, da habe ich immer so einen Teil da. Der andere Teil ist im Keller. Dann darunter habe ich ein Kästchen, da ist ein Badreiniger drin und Glasreiniger. Ich habe das immer gern dort, wo ich die Sachen brauche. Wenn ich hier das Waschbecken sauber mache oder einen Spiegel putze, habe ich dann gleich die Lappen hier. Ich habe dann die Reinigungsmittel hier und brauche dann nicht erst in der Wohnung rumrennen, weil ich jetzt hier was putzen will. In einem anderen Schrank unter dem Waschbecken, da habe ich zwei große Fächer und ja, da habe ich auch ganz verschiedene Sachen untergebracht. Zum einen sind es da Kosmetiktücher, wenn mal jemand die Nase putzen muss, habe ich immer welche hier. Zum Abschminken habe ich da waschbare, ja, Abschminktücher sind das und waschbare Abschminkpads. Ihr seht, ich habe schon einiges umgestellt. Ja, dann eine Nagelbürste ist da drin. Dann geht es weiter auf der anderen Seite. Ich bin ein Langhaarmädchen und ich brauche jede Menge Haarkrams. Und ja, wer lange Haare hat, weiß, wie schnell da die Spänkchen kaputt gehen oder man Gummis verliert. Deshalb habe ich da immer einen Vorrat da. Und da in den Kästchen, da sind es noch Haarspangen von der Hochzeit. Da weiß ich auch nicht, was ich mit denen machen soll. Das braucht immer keiner. Ja, dann geht's weiter. Da hinten habe ich ein Fach, wo zum Beispiel Sonnenpulver drin ist. Das ist sowas wie Sonnencreme, nur als Pulver. Dann habe ich da weiter vorne sind meine Zahnputztabletten drin und mein Zahnpulver habe ich da. Dann habe ich unter anderem da Zahnseide in so einem wiederbefüllbaren Glas. Und da ist die Nivea von meinem Mann und noch eine Creme. Hier sind auch noch verschiedene Kosmetiksachen, so zum Beispiel so Öle, Pflegeöle und so weiter. Und da in der kleinen Kiste, da habe ich so Scheren und Nagelfeile und Pinzette drin. Bevor meine Stimme jetzt gleich ganz versagt, kommen wir noch schnell zum letzten Schubfach. Da habe ich ein paar Nagellacke drinne. Ja, ich liebe es einfach im Sommer mit lackierten Fußnägeln rumzulaufen. Und das Zeug muss ja auch irgendwie abgehen. Darum sind da ein paar Wattepads noch drin. Und Nagellackentferner, den braucht man natürlich auch. Aber wenn das Zeug aufgebraucht ist, dann habe ich mir schon vorgenommen, mich nach tollen, nachhaltigen Alternativen umzuschauen.
In der nächsten Box ist dann alles für meine Gesichtspflege drin. Ich habe da eine Lotion, bei der Marke bin ich schon seit über 20 Jahren. Dann ein Pflegeöl, das habe ich erst seit kurzem und bin ich sehr zufrieden. Und mein Kokosöl, das nutze ich schon viele Jahre zum Abschminken. Dann habe ich noch drei Parfums, die nutze ich auch relativ wenig, deshalb halten die bei mir auch ewig, aber sind einfach zu schade, um die wegzuschmeißen. Deshalb stehen die da mit drin. Dann habe ich in der kleinen Kiste hier Zahnzwischenraumreinigungsbürstchen, so heißen die, glaube ich, und einen Zungenschaber. Und das hier, diese Kiste, das ist mein Badmülleimer, weil ich habe gar keinen mehr auf dem Boden stehen. Alles, was wir an Müll produzieren im Bad, passt da rein und reicht völlig zu. In der nächsten Box habe ich mein Fruchtsäurepeeling und eine ayurvedische Pflegecreme, weil ich immer wieder Probleme mit der Schuppenflechte habe. Und hier, das sind meine Gesichtswaschlappen. Das sind eigentlich Babywaschlappen, die habe ich früher gebraucht, als die Kinder noch klein waren. Da habe ich die als Ersatz genommen für Feuchttücher. Und irgendwann brauchte man die ja nicht mehr und dann habe ich sie einfach ausgekocht und nehme sie seither zur Gesichtsreinigung. Die sind super praktisch und natürlich auch nachhaltig. In der Box hier sind jetzt die Rasierer oder der Rasierer meines Mannes drin und sein Nasenhaarschneider. Von mir ist dann noch die Hülle von meinem Rasierhobel, den habe ich ja normal neben der Dusche liegen, aber wenn wir mal verreisen, mache ich den da rein. Und dann habe ich hier noch eine Packung Ersatzrasierklingen, so ein 5er-Pack. Die gibt es immer in 100er-Pack, die Ersatzrasierklingen für die Rasierhobel. Und die habe ich aber im anderen Schrank dann liegen. Im nächsten Kistchen habe ich meine Nagelfeilen. Ich habe so Papiernagelfeilen, die sind in einem kleinen Täschchen hier drin. Und in dem anderen Kästchen, da habe ich die Sachen für die Fußpflege drin, so eine Nagelschere. Und hier ist so ein Utensilio zur Zahnreinigung nochmal, so Zahnzwischenraumreiniger und so Sonden, wo man die Zähne richtig sauber kratzen kann. Die sind aus Edelstahl und auch sehr praktisch. Ja, und wir sind 4 Personen und was haben wir natürlich? Etliche Bürsten und Kämme. Jeder hat da seine eigenen Vorlieben und die sind bei uns in der letzten Box drin. Ihr habt jetzt den Inhalt unserer Schränke gesehen und was wir alles so haben. Es ist nicht ganz so minimalistisch, wie ich es gerne hätte, aber wie gesagt, das kommt ja noch, ich bin ja noch nicht am Ende. Ich wollte jetzt trotzdem noch mal ein paar Worte sagen zum Thema Nachhaltigkeit im Badezimmer. Es war eine Zeit lang, wo mich das immer gestört hat, dass wir nach dem Einkaufen und überhaupt so viel Plastikmüll produziert haben. Ja, da waren Shampooflaschen, da war Duschbad, da war Plastikgetränkeflaschen und so weiter alles. Und da habe ich mir gesagt, also den ganzen Scheiß will ich nicht mehr haben, den brauche ich nicht mehr. Das kann man doch anders machen. Und dann habe ich angefangen, so peu à peu kleine Sachen umzustellen. So zum Beispiel, dass ich mir die Haare nicht mehr mit dem Shampoo, sondern mit der Seife wasche, mit der Haarseife. Oder dass ich Seife zum Waschen nehme statt Duschbad. Gut, die Männer haben immer noch eine Duschbadflasche, aber das kann ich nicht ändern. Es ist weniger geworden. Ich nehme den Rasierhobel zum Rasieren. Ich habe waschbare Abschminkpads. Ich habe Waschlappen. Taschentücher aus Stoff und so weiter alles. Und da habe ich schon ganz, ganz viele Sachen umgestellt und im Zuge dessen ist mir aufgefallen, wie viel Zeug wir eigentlich haben, das wir gar nicht brauchen. Und dann habe ich eigentlich angefangen mit dem Ausmisten und Trümpeln und immer wieder Sachen umzustellen, die nachhaltiger sind. Wir sind da noch lange nicht perfekt. Wollen wir auch gar nicht sein. Ich denke halt, es ist wichtig, dass man das in sein Leben integrieren kann und auch merkt, dass sich für einen selber dann was ändert. Weil ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich mit meinen Beuteln einkaufen gehen kann und nicht die Plastikbeutel fürs Obst und Gemüse mitnehmen muss. Und wie gesagt, aber das ist nochmal ein ganzes Thema für sich. Da kann ich gerne nochmal ein Video machen, wenn euch das interessiert und erzählen, was wir so alles umgestellt haben. Und ich sage jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben schenkt. Abonniert doch gerne den Kanal und schaut mal bei Instagram vorbei. Da bin ich nämlich auch tagtäglich und mache meine Storys. Und dann hoffe ich, wir sehen uns bald mal wieder. Schaut mal wieder rein. Bis dann. Tschüss.